Yo soy tu VIP, tócate, porque tú a mí haces feliz. Me queda presumir, ay de ti, qué bonito verte sonreír. Yo soy tu VIP, papi, yo tócate, que tú me haces feliz. Me encanta presumirte. Guten Morgen. Sehr frostig. Heute ist Samstag. Wir haben eigentlich ganz gut geschlafen. Irgendwie kühlt es morgens immer ab mit den Heizungen. Ich denke, über Nacht werden die so ein bisschen runtergedreht. Ich habe gerade geguckt auf 18 Grad. Man kann es aber hier rüber einstellen. Da steht jetzt 18 Grad. Ich habe jetzt 28 gedrückt, also müssen die jetzt etwas heißer werden. Jetzt mache ich Frühstück. Jungs, wie habt ihr geschlafen? Gut. Sehr gut. Ja, jetzt werde ich den Jungs Toast machen. Wir haben einfach viel zu viel Essen mitgenommen. So, es gibt Toastbrot. Nee, ich mache erstmal. Erstmal das Brot in den Toaster. Das muss erstmal weg. So, dann gibt es dazu Saft. Was denn? Klo ist eine weiter. Ja. Ja. Butter. Und dazu gibt es hier diese holländischen Streusel. Und etwas Apfel, würde ich sagen. Ne? Schneiden wir noch einen Apfel für die Kids. So, damit wir jetzt ein bisschen gute Laune bekommen. Kann man hier sogar Musik hören. Wir liegen einfach so im Hinterhof, im Garten von einem Ferienhäuschen. Einfach so Rehe rum. Voll schön, oder? Jetzt gucken wir mal, ob wir die streicheln können. Weglaufen. Bleibt da, wir wollen euch nur streicheln. Ja, das Wetter ist ja nicht so toll aktuell. 10.30 Uhr, vielleicht wird es später besser. Jetzt wollten wir in diesen Indoor-Spielplatz. Dann können die Kids ein bisschen spielen. Genau, weil draußen kann man jetzt nicht so viel machen. Es ist echt kalt. Mein erstes Mal und ich bin so gut. Ich bin einfach so gut. Bin ich gut? Ja. Alexander, bin ich gut? So, jetzt Ermin. Ey, der war auch gut. Ach, ich muss meinen Ball ja wegnehmen, ne? Stimmt, der Ball. Dankeschön, der Herr. Danke. Auch zwei, ne? Ja. Und tschüss. Wird immer besser. So, wir sind fertig mit Minigolf. Und wer hat gewonnen? Ich habe alle abgezogen. War schon relativ. Alessio hatte 61 Punkte, Alexandro 50, Ermin 37 und ich
34. Und dabei habe ich es, glaube ich, so zum ersten Mal richtig professionell gemacht. Sonst sind wir mit Alexander irgendwo draußen. Minigolf. Nur so gut wie der Trainer, ne? Und vorhin habe ich noch zum Ermin gesagt, oh, scheiß Minigolf, das ist überhaupt nicht meins. So, ne? Ich hasse Minigolf. Ich musste nämlich erstmal erklären, wie das funktioniert. Und dann zum Schluss so, boah, das ist voll mein Sport. Ja, jetzt warten wir kurz auf die Kinder, die spielen hier noch ein bisschen. Und dann gehen wir gleich Mittagessen. Und dann, da sind die doch, ne? Da sind die. Ach so. Dann gehen wir Mittagessen, heute gibt's Hamburger und danach ins Schwimmbad. Und für heute Abend haben wir Bowling gebucht. Also nochmal kurz zu den Preisen. Hier kostet leider alles. Also hier natürlich dieses in dieser Indoor-Spielplatz nicht. Aber wir haben zum Beispiel für 4 Personen jetzt für das Minigolf 27 Euro bezahlt. Und Bowlen kostet eine Stunde 26 Euro. Genau, und muss man dann reservieren. Hier gibt es eine Rezeption in diesem Indoor-Ding. Und man muss hier halt gefühlt für fast alles dazu zahlen. Das ist halt so ein bisschen negativer Punkt hier in dem Park zum Beispiel. So, bis später. So, wir sind jetzt wieder in unserem Ferienhäuschen. Und jetzt essen wir noch gestern einmal hier Würstchen mit Rotkohl und diese fertig Hamburger. Ich würde den jetzt hier abmachen, der klebt. Käse drauf. Moment, ein bisschen Pesto, Trüffelpesto drauf. Und Salat. Wir essen heute Abendessen. Ja. Brötchenmehl. Rosmarinkartoffeln und von Obst. Kinder haben Familienschnitzel. Ja, ne? Schauen wir mal. Ich habe hier so ein bisschen Holz, das muss man im Supermarkt kaufen für den Kamin. Und heute Abend machen wir mal ein Feuer, ne? Jetzt gehen wir gleich bowlen, entlaufen die Simpsons und morgen wird richtig schönes Wetter. So, haben wir einen leckeren Salat. Der hier. Alles viel zu klein hier, ich brauche meinen Raum in der Küche. Ich weiß nicht, wo ich das alles abstellen soll. Ja, also die Küche ist echt schön, aber wenn man hier für ein paar Köpfe kocht mit mehreren Pfannen und so, dann kriegt man leichte Platzprobleme, weil man hat hier nur in der Mitte so ein bisschen Arbeitsfläche. Muss nachher oder morgen hier auch mal sauber machen. So, jetzt essen die Erwachsenen, die Kinder sind versorgt. Jetzt essen die. Und dann geht's gleich zum Bowling, ne? 7:15. Okay, gut. Passt, passt. Ach, mit dem Internet. Hast du das schon gesagt? Ja, der Techniker war gerade hier, er kann das Problem auch nicht lösen. Haben wir denn schon gesagt, was wir für ein Problem haben? Wir können uns nicht ins WLAN einloggen. Ich weiß gar nicht, ob wir das erzählt haben. Also man kann sich hier schon ins WLAN sozusagen einloggen, aber man hat kein Internet und dann muss man... Also eigentlich, wenn man irgendwo ist und man loggt sich ein, dann öffnet sich ja immer so eine Seite, wo man dann autorisieren muss und dann ist man verbunden. Und diese Seite ploppt hier in unserem Haus nicht auf, aber wenn wir jetzt zum Beispiel schwimmen sind oder so, da haben wir WLAN. Ja, jetzt waren wir schon dreimal bei der Rezeption, sollten erst was mit einer Internetseite probieren, dann irgendwo anrufen, dann haben wir gesagt, wir machen hier Urlaub, wir wollen ja nicht mit irgendwelchen holländischen Technikern telefonieren. Dann kam hier gerade einer, irgend so ein 18-jähriger Teilzeitjobber, tat mir auch ein bisschen leid, konnte halt natürlich auch nichts ändern. Ja. Jetzt haben wir immer noch da anrufen. Also man macht irgendwo Urlaub, stell dich mal vor, und dann soll man als Urlauber irgendwo in Holland anrufen und mit den Technikern das dort klären. Ja. Da haben wir keinen Bock drauf. Scheiß drauf. Jetzt wird gegessen. So, ihr Lieben, wir haben jetzt 7:55 und um 8 Uhr haben wir reserviert Bowling. Wir dürfen uns jetzt hier schon selbstständig die Schuhe einmal rausnehmen und ich trage 38 und siehe da, 38, keine Schuhe mehr da. Dann dachte ich mir 37, siehe da, 37, ist nur noch einer da. Oh, nicht schlecht. Ja, jetzt habe ich hier die 36 angezogen. Das sind gerade so rein, meine Zehen sind
schon voll krumm drin. Aber nun ja, die 39 ist mir leider zu groß. So, jetzt haben die Vorgänger ihr Spiel beendet und ich habe Gott sei Dank noch welche 37 gefunden. So, und jetzt geht's los! Also wenn ihr hier in diesem Indoor-Landschaft seid, dann könnt ihr auch nicht mit Cash bezahlen, sondern ihr könnt nur mit Karte zahlen. Entweder mit eurer normalen Karte oder mit Kreditkarte. Bargeld nehmen die nicht an, ne? Nicht überall. Ja. Und hier zum Beispiel, wo wir sind, müssen wir hier einmal die Karte abchecken. Genau, wir müssen hier rüber abscannen und dann hier bestellen. Dann kommen unsere Getränke. Hallo! Und man musste hier mit Kreditkarte zahlen. Das ist Eistee, den man Lippen einfügt. Herzlich verstanden. What is what? What is what? Genau, also ich musste mit Kreditkarte zahlen und damit die Getränke hier kommen. Aber die kamen sehr schnell, ne? So, ich habe mir einen süßen Weißwein bestellt und bin mal gespannt, wie der schmeckt. Kann man machen, aber es gibt bessere. Prost. Wieder daheim. Wir sind daheim. Und wie viel haben wir denn? Wir haben es jetzt 9:30 haben wir es jetzt. Hier machen wir jetzt gerade ein Feuerchen. Und es wird gleich gemütlich und kuschelig, ne? Ja. Guten Morgen. Es ist Sonntag und wir haben jetzt irgendwie 8:30. Ich bin noch voll müde und irgendwie habe ich mich hier gekratzt. Das juckt rot. Ja, heute sind wir so echt komisch aufgewacht. Ich habe nur gehört, wie ein Kind kotzt. Dann bin ich auf Klo gucken gegangen. Alexander hat gebrochen. Der meinte, der hätte Durchfall und musste brechen. Ob das jetzt Magen-Darm ist, weil er aber gestern einfach zu viel gegessen hat, gestern Abend. Weil er hat auch noch einen riesen Pott Cerealien mit Milch. Bin ich mal gespannt. Jetzt geht es ihm auf jeden Fall besser. Jetzt chillt er noch im Bett. Ja, ich bin jetzt hier gerade die Spülmaschine am Ausräumen. Und frag mich, wie sich in 2 Tagen so viele Teller angesammelt haben. Ja, wenn ich das gleich gemacht habe, dann werde ich schon mal die Nudeln für heute Mittag kochen. Es gibt Nudeln mit Tomatensauce, ganz schlicht. Ja, und dann werden wir heute wieder ins Schwimmbad. Und den Tag draußen verbringen. Die Sonne kommt auch ein wenig durch. Aber es ist immer noch so kalt. Ich kann mir vorstellen, dass es im Sommer, Frühling, Sommer hier richtig schön ist. Ja, jetzt ist alles noch so mit Frost bedeckt, wie ihr seht, und lieblos. Aber trotzdem haben wir hier eine schöne Zeit. Es ist halt auch, ich drehe mich mal um, es ist halt auch ganz gut, dass dieser Indoor-Bereich halt überdacht ist und man da alles machen kann, ne? Dass die Kinder da spielen können, dass man da essen kann, dass es nicht draußen ist. Schwimmbad drin, alles drin. Bowling. Ja, hat auf jeden Fall echt Spaß gemacht gestern. Mussten uns ein bisschen beeilen bei der einen Stunde. Aber war schon cool. Geht's dir besser, Mami? Vielleicht, weil du gestern Abend viel gegessen hast, ne? Hm, mein Schatz. Wenn ihr frühstücken wollt, dann gebt direkt Bescheid. Mhm. Soll ich ein bisschen aufmachen? Ja. Die Sonne kommt. Oh, guck mal da, die fahren mit diesem Auto. Die fahren auch lalalai. Schau nachher. Ich schau leider.
So, Ernie ist jetzt auch wach. Ich mache jetzt Frühstück. Es gibt Rührei mit Butter. Jetzt drei Eier auftauchen. Und noch ein bisschen Frühlingszwiebel rein. Und draußen ist richtig, richtig schönes Wetter. So schön heute. Weil die Sonne ist schön warm. Guten Morgen, heute ist Montag, letzter Tag. Wir haben hier schon sauber gemacht, also Endreinigung ist eigentlich inkludiert, aber wir haben trotzdem ein bisschen gefegt, hier alles sauber gemacht, Spülmaschine angemacht. Das hat jetzt nicht mehr reingepasst, hier ist auch leider kein Spüli zum selber waschen. Deswegen lasse ich das da so stehen. Da sind noch diese Putzdamen. Und da sieht es irgendwie aus. Wir haben da so ein Köfferchen hinten am Fahrrad mit ihren Putzzeugs. Genau, haben jetzt unsere Betten noch abgezogen. Und jetzt geht's ab nach Hause. Wir hatten eine schöne Zeit. Gestern Abend waren wir noch in diesem Game Store oder wie das hieß. Da haben die diese, wie nennen sich die Dinger? Spielautomaten gespielt für Kinder. Ja, so Flipper und so was. Ja, da hatten die auch echt Spaß. Aber 25 Euro waren schnell weg. Was haben die dafür bekommen? So eine Credits. Und dann konnten die wie auf der Kirmes ihre Credits gegen so Spielzeug einlösen. Und da kam nur, dann nur so Blödsinn bekommen, so Kleinigkeiten. Aber die haben sich gefreut. So, sind wir ready? Ja. Dann, let's go! So, ihr Lieben, wir sind wieder zu Hause. Ich weiß gar nicht, ob ich aufgenommen habe. Auf jeden Fall sind wir wieder daheim. Und ja, ich habe Alexander zum Kickboxen gebracht und zwischendurch war ich einkaufen. Ich freue mich auf unser Bett. Ich habe mich vorhin kurz aufgelegt, es ist so schön hart. Nur ich geholt habe. Was ich gekauft habe. Sieht gut aus, oder? Jo. Ofenforelle mit mediterranem Ofengemüse. Essen wir morgen mal. Heute Mittag haben wir Bolognese-Schnitzel gegessen. Ermin hat immer davon geschwärmt. Ich hatte sowas aber noch nie gegessen. Im Nachhinein, als ich es gegessen habe, ist mir eingefallen, das hatte ich schon mal, so ein Bolognese-Schnitzel, aber überbacken. Schmeckt ganz gut. Ja, und am Morgen oder vielleicht heute Abend schon wieder Fitnessstudio und wieder ein bisschen umswitchen, weil in letzter Zeit Nudeln, Brot, Toast. Ja, deswegen müssen wir wieder ein bisschen runterkommen, Niki. Ja, dann hatte ich für Alexandro die hier mitgenommen. Und diese kleinen Mini-Donuts, die wollte er aber jetzt nicht nach dem Training. Ein Toastbrot. Dann einmal so ein großer Romano-Salat. Einmal kleine Herzen. Ach, der Alexandro Punica Pink Banana mit Banane, Kirsche und Apfel. Die waren irgendwie auf 99 Cent, habe ich dem das mitgenommen. Dann einmal Bananen. Einmal zwei Zucchini zum Kochen. Ich muss das Ganze ein bisschen stellen, Moment. Dann hier hin. Ein Sixpack Wasser habe ich noch geholt. Dann war von Fanna der Eistee auf 99 Cent runtergesetzt. Eine Mango. 1,70, schon teuer zur Zeit. Mandarinen 1,99. Ich habe jetzt auch nicht alle Preise im Kopf, aber die ich im Kopf habe, die sage ich euch. Ich hole ja immer diese Bio-Eier, diese Bio-Bio-Eier für 1,99. Wenn wir die nicht vom Bauern holen, wenn wir die nicht vom Bauern holen und ich unbedingt Eier brauche, dann holen wir diese Bio-Bio-Eier. Dann einmal Radieschen. Feuchttücher, was wäre die Welt ohne Feuchttücher? Ich habe für Ermin zwei Energy Drinks mitgenommen. Dann einmal Zitronensaft hatten wir nicht mehr. Puh, eine Milch für Alexandro hier, diese Fruchtjoghurts. Einmal Bacon, da habe ich das zum Kochen gebraucht. Und zweimal Schlagsahne zum Kochen. Und Toilettenpapier.
Wir kaufen immer dieses günstige, das reicht völlig aus. Toilettenpapier und ich war noch eben im Kick, weil Alexandros Unterhemden, die ein bisschen zu klein sind. Ich habe dem jetzt hier 146, 152 geholt, weil die anderen gehen nur bis 128 und die sind die ein bisschen zu klein. Jetzt habe ich mal die zwei Stück 3,99. Jetzt will mal gucken, ob die gut sind von der Größe. Und neue Socken habe ich ihm geholt. 35 bis 38, so ein Viererpack 3,99. Und hier diese Körbe fand ich ganz schön, diese Flechtkörbe 4,99 gekauft. Da habe ich zwei Stück mitgenommen, da wollte ich hier im Flur, zeige ich euch mal. Da habe ich noch so die von Ikea, die sehen jetzt nicht so toll aus. Da wollte ich mal ein paar, vielleicht diese zwei weißen hier umtauschen.